Konferenz anlässlich der Präsentation der Arbeitsmarktdaten und ich übergebe an die Frau Arbeitsministerin Aschbacher. Bitte schön. Ja, grüß Gott, schönen Vormittag von unserer Seite. Wir dürfen Ihnen nun ab dieser Woche jeden Dienstag ein Update geben zur aktuellen Lage am Arbeitsmarkt. Das bedeutet zur Entwicklung der Arbeitslosenzahlen und zur Entwicklung der Corona-Kurzarbeit. Wir sehen, dass es richtig und wichtig war, schnell zu handeln und sehen den Höhepunkt der Arbeitslosenzahlen, des steilsten Anstiegs mit Mitte April und seitdem können wir eine leichte Abflachung verzeichnen. Jetzt ist es wichtig, auch bei der Corona-Kurzarbeit, dass das Geld fließt, dass die Unternehmen abrechnen und dass hier auch die Unterstützung, die von seitens des AMS gegeben ist, auch bei den Unternehmen ankommt. Die Arbeitslosenprognose der EU-Kommission wurde veröffentlicht und ist für heuer durchaus zuversichtlich zu verstehen, nämlich Österreich auf den dritten Platz der EU mit 5,8%. Wir sehen, wir sind am Weg mit den richtigen Schritten und das Ziel ist, unser gemeinsames Ziel ist, den Standort Österreich zu stärken, das Comeback sozusagen einzuleiten und möglichst viele Arbeitsplätze zu sichern, aber auch neue zu schaffen. Dementsprechend darf ich Ihnen jetzt die aktuellen Arbeitslosenzahlen vermitteln. Wir verzeichnen weiterhin eine leichte Abflachung der Kurve. Aktuell mit dem Stand von 11. Mai sind 503.494 Personen beim AMS arbeitssuchend gemeldet und in AMS-Schulungen befinden sich 46.168 Personen. Insgesamt sind das 549.662 Personen in Arbeitslosigkeit oder in Schulung befindlich. Das sind rund 198.000 Menschen mehr als im Vorjahr. Im Vergleich zum Höchststand, der mit Mitte April zu verzeichnen war, mit 588.205 arbeitssuchenden Menschen und Schulungsteilnehmern, ist die Zahl der arbeitssuchenden Menschen inklusive in Schulung befindlichen Teilnehmern um rund 39.000 Personen gesunken. Die Entwicklung in den Branchen. Wir vernehmen einen konstanten Trend. Die meisten betroffene Branche ist nach wie vor der Tourismus mit rund 112.000 Arbeitssuchenden. An zweiter Stelle ist der Handel mit 67.500 Arbeitssuchenden, ebenfalls nach wie vor sehr stark betroffen. Hier ist ein leichter Rückgang erst zu verzeichnen. Und im Bau ist die Arbeitslosigkeit schon deutlich gesunken, nämlich mit 31.000 Personen. Ende März waren es noch rund 56.000 Menschen, die in der Baubranche arbeitssuchend waren. Sie sehen auch hier die Grafik mit den wöchentlichen Entwicklungen, mit den Arbeitslosen insgesamt und Arbeitslosen und in Schulung befindlichen Teilnehmern, wo wir eben seit Mitte April eine leichte Abflachung sehen. Diese Grafik werden wir nun wöchentlich zur Verfügung stellen und befindet sich auch auf unserer Homepage. Zur aktuellen Situation bei der Corona-Kurzarbeit. Wir sehen, dass dieses wichtige Kriseninstrument wirkt und auch jetzt beim Comeback von Österreich ganz wichtig ist, nämlich um einerseits Arbeitsplätze zu sichern und vor allem auch aber Einkommen zu sichern. Niemand bekommt weniger als 80% seines Gehalts. Auch hier nehmen wir in dem Eingang der Anträge eine leichte Entspannung wahr und zu Spitzenzeiten kamen ca. 30.000 Anträge pro Woche im Arbeitsmarktservice ein. In den letzten Wochen sehen wir einen deutlichen Rückgang. Auch hier gibt es eine Grafik dazu mit den grauen Balken die Anträge gesamt und mit den roten Balken den Zuwachs pro Woche. Und hier sehen wir, dass in den letzten Wochen ein paar Tausende wieder hineingekommen sind an Einträgen, aber der große Berg an Kurzarbeitsanträgen ist eingegangen beim AMS, aber auch schon abgewickelt. Wir sind jetzt in der Phase 2, nämlich in der Abrechnung der Kurzarbeit. Eine korrekte Abrechnung wird noch taggleich über das IAMS-Konto von der österreichischen Bundesbuchhaltungsagentur abgerechnet und zur Zahlung freigegeben. Derzeit sind 16.848 Abrechnungen eingelangt und bereits bewilligt.
Damit haben bereits über ein Drittel der Unternehmen, die für März Kurzarbeit beantragt haben, ihre Gelder erhalten. Wir reden von 127 Millionen rund, die bereits ausgezahlt wurden. Und meine Bitte ist nun an die Unternehmen, rechnen Sie ab. Nutzen Sie die Online-Tools auf der AMS-Homepage. Über iAMS können Sie die tatsächlichen Ausfallstunden abrechnen und Sie bekommen innerhalb von weniger Tage Ihr Geld aufs Konto. Zu den aktuellen Anträgen noch ganz genau. 109.286 Anträge auf Corona-Kurzarbeit sind zurzeit in Bearbeitung. 107.929 Anträge sind mit ausreichender Information vorhanden. Und diese Anträge sichern mittlerweile 1,3 Millionen Arbeitsplätze. 103.692 Anträge wurden bereits genehmigt. Das entspricht einer Genehmigungsquote von 96%. Die Bewilligungssumme sind rund 9,5 Milliarden Euro. Einen kurzen Überblick noch zur Entwicklung der Branchen bei den Anträgen der Kurzarbeit. Wir sehen, dass die Beherbergung und Gastronomie werden mit der Kurzarbeit 100.000 Arbeitsplätze gesichert, mit 13.500 Anträgen, die eingegangen sind. Im Handel werden derzeit Arbeitsplätze von 295.000 Beschäftigten gesichert. Das sind 24.000 eingegangene Anträge. Im produzierenden Bereich sind es 342.000 Einkommen und Arbeitsplätze, die wir bisher sichern konnten. Das sind 9.800 eingegangene Anträge. Hier noch einmal mein Appell, liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, nutzen Sie jetzt die Chance, rechnen Sie die Corona-Kurzarbeit ab, nämlich die tatsächlichen geleisteten Ausfallstunden, und Sie bekommen in wenigen Tagen Ihr Geld überwiesen. Ein weiterer wichtiger Punkt: Ab dem 15. Mai starten wieder die AMS-Schulungen unter Einhaltung der gesundheitsbehördlichen Auflagen, sodass die Sicherheit auch für die Kursteilnehmer gewährleistet ist. Ab nächster Woche fängt dann auch der reguläre Betrieb im AMS wieder an. Das AMS hat eben während der Krise auch die Vermittlungstätigkeiten massiv eingeschränkt, da es für die systemkritischen Bereiche ja zum Aussetzen war. Während den Ausgangsbeschränkungen waren aber Kontrolltermine oder Vorstellungstermine oder auch Sanktionen weitgehend unmöglich. Und dementsprechend ist das Ziel jetzt, dass wir wieder zur Normalität Schritt für Schritt zurückkehren. Ich darf noch abschließend sagen, dass wir sehen, wie wichtig und richtig es war, schnell die Corona-Kurzarbeit zur Verfügung zu stellen, sodass wir 1,3 Millionen Arbeitsplätze und Einkommen sichern konnten. Und durch das schrittweise Hochfahren jetzt wieder im Comeback von Österreich sehen wir auch, wie wichtig und richtig es ist, um jeden einzelnen Arbeitsplatz zu kämpfen, diesen zu sichern, aber auch neue zu schaffen. Und jeder und jeder Einzelne, der nun wieder Arbeit gefunden hat oder auch wieder in den nächsten Wochen finden wird, ist wichtig für uns und es ist uns ein persönliches Anliegen, dass wir die Menschen so schnell wie möglich wieder in den Arbeitsmarkt vermitteln, aber auch, dass die Corona-Kurzarbeit wieder in Richtung Vollbeschäftigung geht, und einige Unternehmen sind schon aus der Corona-Kurzarbeit heraus in Richtung Vollbeschäftigung, und das ist wichtig, dass wir hier gemeinsam mit der Bundesregierung, aber auch mit den Sozialpartnern, den Bundesländern und den Expertinnen und Experten, auch aus den Wirtschaftsforschungsinstituten, arbeiten und hier einen gesamten Maßnahmenmix demnächst auch präsentieren. Danke vielmals. Vielen Dank, Wirtschaftsministerin Schramböck. Bitte schön. Danke. Sehr geehrte Damen und Herren, die Covid-19-Krise hat uns gezeigt, dass wir die Resilienz der österreichischen Volkswirtschaft stärken und auch die Autarkie in Europa bei kritischen Produkten und Produktionen erhöhen müssen. In dieser aktuellen Krise haben sich sehr viele Unternehmen sehr flexibel gezeigt. Viele von ihnen haben ihre Produktion umgestellt, so zum Beispiel im Bereich der Textilindustrie in Richtung Schutzmasken oder auch im Bereich des 3D-Printings, des 3D-Drucks in Richtung Schutzvisiere. Das sind nur zwei von vielen Beispielen, wo österreichische Unternehmen sehr innovativ und sehr erfolgreich sind. Um in der Zukunft noch schneller agieren zu können, ist es jetzt wichtig, dass wir uns vorbereiten auf allfällige weitere Krisen, wie immer die ausschauen werden, um die Produktionsketten nach Europa zurückzuholen. Hier ist es wichtig, dass wir mehrere Schritte setzen und zentrale Bereiche, die sich jetzt als lebensnotwendig gezeigt haben, dass wir die ganz, ganz intensiv stärken.
Gleichzeitig müssen wir diese Wertschöpfungsketten auch für Zukunftstechnologien nach Europa zurückholen und auch nach Österreich. Österreich ist und bleibt ein Exportland und ein Abschotten der Wirtschaft ist weder sinnvoll noch ist das auch möglich. Es gibt aber sensible Bereiche, wie zum Beispiel im Bereich der Pharmaindustrie, die Wirkstoffe, die zum Großteil in Indien und China produziert werden, oder auch im Bereich der Schutzausrüstung, der persönlichen Schutzausrüstung. Auch hier haben wir gute Beispiele gesehen, dass wir in der Lage sind, rasch wieder selbst zu produzieren. Aber auch darüber hinaus gibt es Schlüsselbereiche, die sich aus zwei Megatrends ergeben, dem Bereich der Digitalisierung und dem Bereich der Dekarbonisierung. Und hier gilt es darum, dass wir in verschiedensten Produktionsbereichen, wie zum Beispiel im Bereich der Halbleiter, im Bereich der Batterien und auch im Bereich des Wasserstoffs, wieder in Europa mehr Unabhängigkeit erreichen. Um diese Wertschöpfungsketten nach Europa und nach Österreich zu holen, brauchen wir mehrere Maßnahmen. Wir müssen erstens die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Das heißt, dass wir die Unternehmen unterstützen bei der Forschung, dass wir hier stärker in dem Bereich der Forschung tätig sind, aber auch, dass wir sie administrativ entlasten, motivieren statt regulieren, ist das Gebot der Stunde und der Coronavirus hat uns das ganz deutlich nochmal gemacht. Zweitens, es gilt, das Wettbewerbsrecht neu zu denken und hier vor allem beim Vollzug auf europäischer, auch auf österreichischer Ebene zu schauen, wie ist der Wettbewerb wirklich gelagert. Es geht nicht um den Wettbewerb innerhalb Europas, wie es jetzt auch immer wieder die Kommission anspricht, was das Beihilfenrecht betrifft. Es geht nicht darum, um den Wettbewerb zwischen Österreich, Italien und Deutschland, sondern es geht um den Wettbewerb Europas mit den USA und mit China. Und da braucht es ein neues europäisches Wettbewerbsrecht, denn dieses Wettbewerbsrecht ist alt. Es ist nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt worden und entspricht nicht mehr der jetzigen Realität und den globalen Veränderungen, die sich vor allem durch China und die USA ergeben haben. Drittens gilt es, das Beihilfenrecht zu ändern und auch hier gilt es darauf zu schauen, dass Europa im Wettbewerb zu China und zu den USA steht, gerade jetzt, und eben nicht nur innerhalb der Wettbewerb, innerhalb der Europäischen Union eine Rolle spielt. Gerade in diesen Krisenzeiten muss dieses Beihilfenrecht geändert werden und ich habe hier ganz konkret Vorschläge an die Kommissarin Vestager geschickt und es reicht hier nicht, einfach zu antworten, dass das Wettbewerbsrecht und das Beihilfenrecht vor allem in Ordnung ist und dass man hier nichts tun muss. Das sehe ich nicht so. Denn ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Wir haben im Naturkatastrophenbereich es sehr wohl so, dass man ex post, das heißt im Nachhinein, die Bericht erstattet und eine Berichtspflicht und eine Genehmigungspflicht hat. Jetzt müssen wir das für jede Förderung im Vorhinein entsprechend tun. Dadurch verlieren wir Zeit und ich glaube, es ist angemessen, hier das auch dem Bereich der Naturkatastrophen anzupassen. Eine weitere Maßnahme, die man jetzt gleichsetzen kann, ist die Anhebung der Obergrenzen bei den Direktförderbeträgen. Diese liegt im Moment bei 800.000 Euro und aus meiner praktischen Erfahrung, ich rede täglich mit den unterschiedlichsten Unternehmen, Banken und eben Betrieben, die stark betroffen sind, müssen wir das anheben und es wäre ein leichtes für die Europäische Kommission, dies auf einen realistischen Betrag von 2 Millionen Euro anzuheben. Was es auch gilt, ist die Beschaffung zu verändern. Denn die Krise hat uns auch deutlich gezeigt, welche globalen Märkte oft nicht mehr für uns zugänglich sind und dass diese globalen Märkte nicht so krisenresistent sind, wie wir uns das immer gewünscht hätten. Hier gilt es, regionale Produktion in den Vordergrund zu rücken und wieder dieses Beschaffungswesen darauf auszurichten, dass wir regional beschaffen und dass wir von mittelständischen Unternehmen beschaffen und das vor allem im öffentlichen Sektor.
Das heißt, es ist ein Aufruf an uns alle im öffentlichen Bereich, sei es Bund, Länder, Gemeinden oder andere Organisationen, darauf zu achten, dass unsere Mittelbetriebe, Mittelstandsbetriebe in dieser Phase unterstützt werden, dass wir generell das Beschaffungsrecht uns anschauen. Und ich habe mit meinem Team das schon gestartet, dass wir hier auf Innovation und auf Regionalität achten und das nicht nur bei Lebensmitteln, sondern auch bei anderen Produkten. Denn unsere KMUs in Österreich haben das verdient, dass wir ihnen helfen, nicht nur mit finanzieller Unterstützung, sondern auch mit einer Unterstützung, die einen Rahmen für sie bietet, dass sie mit diesen Rahmenbedingungen wieder wirtschaften können, ihr Geschäft wieder aufnehmen können und von der öffentlichen Hand auch entsprechend unterstützt werden. Wir sind in Österreich einen weiten Weg gegangen, sind in einer schwierigen Phase im Moment. Gerade unsere Unternehmen leiden weiterhin. Wir müssen sie unterstützen mit finanziellen Mitteln und entsprechenden Rahmenbedingungen. Dazu werden wir Ihnen jetzt wöchentlich berichten, jeden Dienstag, dass wir Sie informieren können, sowohl wie die Arbeitszahlen ausschauen, wie auch die konkreten Schritte, um die Unternehmen noch stärker zu unterstützen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Wir kommen zu den Fragen. Und als erster gemeldet hat sich vom ORF der Herr Westhoff. Bitte schön. Ich hätte drei kürzere Fragen. Die erste wäre, was ist Ihre Erklärung dafür, dass im Handel die Zahlen so groß sind, wo doch der Handel... relativ früh aufsperren konnte und jetzt wieder relativ gut besucht ist? Gibt es schon eine Entscheidung darüber, ob die Kurzarbeit auch über den aktuellen Zeitraum hinaus verlängert wird? Die Opposition fordert das ja. Und als drittes, die Johannes Kepler-Universität hat ausgerechnet, dass die Jugendarbeitslosigkeit besonders dramatisch hoch ist und doppelt so stark betroffen sind wie die Gesamtbevölkerung. Sind da spezielle Programme geplant? Zur Frage der Verlängerung der Kurzarbeit und dann die Fragen zur Arbeitslosigkeit gekoppelt. Die Kurzarbeitverlängerung ist grundsätzlich auf 3+3 Monate angesetzt und zugleich sind wir gerade in intensiven Verhandlungen und Gesprächen mit den Sozialpartnern, um zu schauen, wie kann eine Weiterentwicklung anschauen, wie schaut eine Vereinfachung aus des Systems und werden hier sehr zeitnah informieren. Zu den zwei anderen Fragen. Die Lage im Handel hat sich insofern nur schrittweise beruhigt, weil ja der Handel auch jetzt schrittweise wieder öffnen kann. Und dementsprechend erwarten wir hier in den nächsten Wochen eine deutliche Entspannung in diesem Bereich. Zum Bereich der Jugendarbeitslosigkeit. Wir haben grundsätzlich die Auswertung von den Zielgruppen, von den betroffenen Zielgruppen immer in den Monatsdaten mit drinnen und nicht in den wöchentlichen Arbeitsmarktdaten. Aber selbstverständlich arbeiten auch wir hier intensiv an den verschiedenen Programmen, besonders um die Jugendarbeitslosigkeit wieder zu reduzieren. Einerseits mit einem Instrumentenkoffer der arbeitsmarktpolitischen Instrumenten und andererseits aber auch im Ausbildungsbereich, wo wir hier gerade mit der Ausbildungspflicht bis 18 hier mit konkreten Maßnahmen entgegenwirken und auch den Fokus, und das ist auch für mich persönlich ein Herzensanliegen, dass die Jugendlichen zwar eine Unterstützung bekommen für die Zeit der Arbeitslosigkeit, aber auch schnell wieder vermittelt werden in den Arbeitsmarkt, da es ja wichtig ist, auch einer Beschäftigung, einem Sinn auch nachzugehen. Und hier arbeiten wir in vereinten Kräften mit den Instrumenten Mix, den wir schon in Kürze auch dazu kommunizieren werden. Vielleicht darf ich noch was ergänzen zum Thema Lehrlinge? Sie wissen, mir ist das ein ganz großes Anliegen und es spielen hier zwei Dinge eine Rolle. Das eine ist, dass die Lehrlinge einen Entgang hatten, einen Verdienstentgang hatten und da haben wir jetzt den Fonds aufgesetzt, mit 2,5 Millionen Euro dotiert. Da bekommen die Lehrlinge die Differenz ersetzt zwischen dem Zeitpunkt, wo ihre ursprüngliche Abschlussprüfung gewesen wäre und dem neuen Termin, also da rechnen wir taggenau ab. Das heißt, kein Lehrling soll nur aufgrund dessen, dass seine Prüfung verschoben wurde, Gehalt verlieren. Das ist das eine. Und das zweite ist es mir noch ein großes Anliegen, für die Lehrlinge speziell auf die zu schauen, dass wir hier Unternehmen auch unterstützen und in die Zukunft schauen, wie können wir Möglichkeiten finden, dass es wieder mehr Lehrplätze gibt, auch im Herbst. Denn das wird die große Herausforderung sein. Das ist das Problem im Moment vieler Branchen. Können Sie Lehrlinge aufnehmen und nicht? Und da arbeitet mein Team auch gemeinsam schon daran, dass wir das Thema der Lehrlinge, was können wir hier tun, etwas ausarbeiten dafür, dass Sie hier auch entsprechend keine Zeit verlieren. Dankeschön. Zunächst der Herr Schlemmer und dann die Frau Angelides.
Ich hätte eine Frage zum AMS wegen den Zumutbarkeitsregeln bei Jobs. Da hat es einen Erlass gegeben. Wie sieht das aus wegen der Zumutbarkeit? Sie meinen wahrscheinlich den Erlass, dass keine Sanktionen jetzt getätigt werden. Nachdem es nicht möglich war, persönliche Termine wahrzunehmen, haben wir den Erlass in dieser kritischen Zeit der Corona-Krise erlassen, dass es zu keinen Sanktionen kommt. Und wir sind gerade am Erarbeiten des neuen Erlasses, dass wir schrittweise wieder zurückkommen, weil es jetzt wieder intensiv losgeht mit den Vermittlungen am Arbeitsmarkt, aber auch mit persönlichen Beratungsgesprächen unter Einhaltung der Sicherheit. Und dementsprechend zum Beispiel starten wir auch ab 15. Mai mit dem Schulungsbetrieb wieder. Und auch hier gilt es da wieder zurückzukehren zu den alten gültigen Regelungen. Frau Angelides, bitte. Eine Frage zum Härtefallfonds. Da fordert ja der WIFO-Chef Badelt, dass es da Änderungen braucht in der Länge und auch in der Höhe. Werden die kommen? Da gibt es ja auch große Unzufriedenheit zum Teil bei den Unternehmern. Und zweite Frage, es kommen Stimmen aus der Männer- und Frauenberatung, jetzt mal speziell auf die Männerberatung, wo es Feedback gibt, dass allein oft schon Telefonate mit Männern Gewalt zu Hause verhindern können. Allein es fehlt dann an Geld und auch Bekanntheit. Kann man sich da vorstellen, auch da Geld locker zu machen in dieser Richtung noch? Ich starte mit dem Themen der Unterstützung, der finanziellen Unterstützung für die Unternehmen. Hier haben wir ja die drei Komponenten. Das eine war die Entlastung von den Personalkosten, dass die in der Kurzarbeit entlastet werden, die Unternehmen. Das zweite ist dann den Unternehmerlohn zu entgelten. Das ist der Härtefallfonds. Das dritte ist der Bereich, die Betriebskosten zu übernehmen. Das, was im Moment ist die Übernahme des Unternehmerlohns, dieses Unternehmerlohn bis zu 6.000 Euro im Augenblick. Hier kommen die Anträge herein. Es sind über 100.000 Anträge für die Phase 2 da und circa etwas mehr als die Hälfte bearbeitet bereits. Und gleichzeitig jetzt beginnt mit Ende des Monats die Übernahme der Betriebskosten. Das heißt, dass man die Betriebskosten einreichen kann, wie zum Beispiel die Telefonkosten oder das Internetkosten oder die Mietkosten, alles das, was noch überbleibt. Also diese drei Komponenten sind wichtig. Und ich habe gestern zum Beispiel erst mit einem Unternehmer telefoniert auch, der gesagt hat, ja, ich habe ja keinen Zugang zum Härtefallfonds. Das war so in der Richtung nicht so ganz richtig. Er hat hier eine Beratung bekommen von seinem Steuerberater, der ihm gesagt hat, na warten Sie. Und ich möchte schon jetzt dazu aufrufen, diese Härtefallfonds Phase 2 zu nutzen, sich dort entsprechend zu melden und dann gleich mit den Betriebskosten weiterzugehen. Wir werden dann sehen, diese drei Komponenten spielen entsprechend zusammen und sollen das Unternehmen bestmöglich finanziell zu unterstützen. Zu der zweiten Frage darf ich kurz antworten. Und zwar haben wir in meinem Ressort die Plattform der Familienberatungsstellen, wo jeder sich anwenden kann, egal ob Mann oder Frau oder auch Eltern vor allem, und wo Expertinnen und Experten am Hörer sind und wirklich die Anliegen zuhören, versuchen zu verstehen und auch hier Beratungen geben, die in den Bundesländern verschieden ausgelebt werden. Und falls es zur Gewalt wirklich kommen sollte oder es eine Vermutung gibt, gibt es auch hier eine Initiative vom Innenminister gemeinsam mit der Frauenministerin hier eine Initiative gegen Gewalt, nämlich besonders auch jetzt durch die Corona-Krise verursacht. Und dementsprechend kann man sich hier jeder an die Expertinnen und Experten wenden. Herr May, bitte. Eine Frage an die Frau Arbeitsministerin. Die SPÖ, eine der Forderungen, der Hauptforderungen, ist das Arbeitslosengeld auf 70% zu erhöhen, um akute Armut zu verhindern. Wie sind da die Überlegungen? Wird das kommen? Wenn es kommt, wann wird es kommen? Eine Frage an die Frau Wirtschaftsministerin. Pardon, ich glaube, der Unternehmer, den Sie erwähnt haben, der war auch im Standard zitiert. Und in dem gleichen Artikel veröffentlicht der Standard auch eine Umfrage, dass 60% von 1.200 befragten Unternehmern den Härtefallfonds mit nicht genügend beurteilen. Hintergrund ist, dass Geld nicht fließt, dass die Bürokratie überbordend sei
und dass Gespräche mit Banken nichts bringen, dass Kredite entweder, also die Gewährung von Krediten wochenlang braucht oder Kredite nur zu einem Bruchteil vergeben werden, obwohl der Staat 100% Garantien zum größten Teil hat. Kollege der Herr Blümel hat gesagt, er schaut sich das immer mal länger an mit Banken. Was ist da konkret geplant, um diese Situation für Unternehmer, vor allem kleinen Unternehmer, zu verbessern? Ja, unser oberstes Ziel ist als Bundesregierung auch gemeinsam, dass wir so schnell wie möglich so viele Menschen wie möglich in den Arbeitsmarkt zurückbringen. Und dementsprechend arbeiten wir da in vereinten Kräften. Und wie man sieht, ist es auch jetzt schon wieder möglich, einen Job zu finden am Arbeitsmarkt. Und zugleich, das heißt, wir gehen in die richtige Richtung. Und zugleich die Forderungen und die Ideen und auch die vielen Vorschläge, die liegen jetzt am Tisch und gemeinsam schauen wir uns jede einzelne dahingehend an. Wichtig ist zu sagen, dass es auch ausgleichende Instrumente gibt, wie zum Beispiel die Familienfonds, nämlich einerseits für Familien, die während der Corona-Krise ihre Arbeit verloren haben oder sich in Corona-Kurzarbeit befinden, können im Familienministerium in meinem Ressort den Antrag stellen und bekommen hier Unterstützung für 3 Monate am Beginn ausbezahlt und zugleich auch für jene, die sich bereits in der Arbeitslosigkeit befunden haben oder auch in der Notstandshilfe. Die bekommen Unterstützung auch durch den Familienkrisenfonds. Und zugleich haben wir auch vorige Woche im Nationalrat beschlossen, dass niemand in die Notstandshilfe abrutscht, um eben einer Armut entgegenzuwirken, sondern dass jeder das Arbeitslosengeld weiterhin bis September nun bekommt. Ja, also die Herausforderungen für die Kleinstunternehmen sind sehr, sehr groß in dieser Phase. Und das Beispiel, das ich genannt habe, war ein Unternehmer aus Tirol, also war ein Video auf Facebook und wir haben gestern gleich miteinander telefoniert, weil ich eben verstehen wollte, was sind die Probleme, die er hat. Und im Gespräch sind wir dann draufgekommen, dass eben die Beratung, die er hatte, in die Richtung war, sich noch nicht für den Härtefallfonds, den Ersatz des Unternehmerlohns, zu bewerben, weil er würde das erst dann später bekommen. Also es war hier sehr viel Information da, die im Nachhinein dann auch gemeint hat, naja, jetzt weiß er mehr und jetzt habe ich ihm geraten, auf jeden Fall den Härtefall von Phase 2, den Ersatz des Unternehmerlohns zu beantragen und auf jeden Fall schnell dann diese Kosten, die Betriebskosten, die er hat, und die werden ja in 3 Tranchen ausbezahlt. Und ja, es ist so, dass wir hier 400 Millionen Euro an die Wirtschaftskammer überwiesen haben und das jetzt Schritt für Schritt ausbezahlt wird. Also es wird hier ganz schnell versucht, jetzt auch in die nächsten Schritte zu kommen und auch aus dieser Phase 2. Aus der ersten waren es 122 Millionen und jetzt sind so circa um die 50 Millionen, die jetzt laufend immer mehr werden sollen. Also ich kann jedem nur raten, diese verschiedenen Schritte zu nutzen, diese 3 Komponenten. Und ja, muss man immer schneller werden, ja. Was die Banken betrifft, habe ich viele positive Beispiele jetzt bekommen. Aber natürlich gibt es auch noch viele, wo es andauert. Auch da gestern ein Gespräch mit einem größeren Unternehmer. Und hier versuchen wir zu unterstützen und zu helfen, damit alle möglichst rasch durch diese Systeme auch entsprechend durchkommen. Und es ist viel, weil es ganz viele Unternehmen sind plötzlich und viele Organisationen, war nicht so vorbereitet, dass es solche Mengen zu bewältigen sind. Drum ist es so, dass jeder in der AWS, in der ÖHT, in der Wirtschaftskammer, bei den Finanzämtern, beim AMS sein Bestes tut. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dort sehr intensiv am Arbeiten und ich hoffe jetzt, dass ganz viele Gelder fließen, sowohl was die Kurzarbeit betrifft, als auch im Härtefallfonds 2 und dann bei den Betriebskosten. So, dann haben wir noch eine Frage vom Herrn Westhoff und dann nochmal Herr Schlemmer. Bitte. An die Wirtschaftsministerin, und zwar zum Ergänzungsregister. Wie geht es denn da jetzt weiter, nachdem da hunderttausende private Daten einsehbar waren? Wie geht es mit diesem Register weiter logistisch? Also die rechtliche Basis, Sie wissen das ja, ist schon seit 11 Jahren gegeben für dieses Register. Wie geht es jetzt weiter? Wir haben eine Taskforce eingerichtet für diese Woche auf der Expertenebene, die sich das entsprechend anschauen. Wir haben natürlich hier
die Möglichkeit, die Gesetze entsprechend zu ändern. Und das werden wir uns anschauen. Wir werden das aber auch auf einer Ebene darüber betrachten. Wir haben im Regierungsprogramm, und da war ich selbst mit dabei, ja das genau hineingeschrieben, dass wir mit dem Koalitionspartner gemeinsam uns diese Register alle durchschauen wollen, einen Blick kriegen wollen in zwei Hinsichten: Transparenz auf der einen Seite für Bürgerinnen und Bürger, die sie ja wollen, und auf der anderen Seite Datenschutz und Datensicherheit. Und auf dieser Ebene werden wir jetzt die Taskforce beginnen und alle Register entsprechend durchschauen. Es war im Regierungsprogramm, dann kam jetzt die Corona-Zeit. Also wir haben das vor, dass wir diese Register entsprechend überarbeiten. Dieses spezielle Register war bis Ende 2018 ja bei der Datenschutzbehörde angesiedelt und uns auch so übergeben. Die Datenschutzgrundverordnung ist seit Mai 2018 in Kraft. Also Datenschutzbehörde hat es uns Ende 2018 so übergeben. Und jetzt, mit dem, was wir jetzt wissen und was wir gesehen haben, werden wir das überarbeiten mit der Taskforce. Herr Schlemmer, bitte. Ja, die Bewilligungssumme bei der Kurzarbeit liegt bei 9,5 Milliarden. Sie haben 10 Milliarden budgetiert. Wird das nochmal erhöht? Wie wir sehen, flacht auch hier die Kurve ab der eingegangenen Anträge und wir werden hier sehr genau schauen, wie weit kommen wir sozusagen mit den 10 Milliarden und auch gegebenenfalls hier die Gespräche suchen. Gibt es noch weitere Fragen von Ihnen? Das ist nicht der Fall, dann danke den beiden Bundesministerinnen, Ihnen danke fürs Kommen und für Ihre Aufmerksamkeit.